heute Hartz-IV-Sanktionen, Erwerbslose bestrafen, Beschäftigte einschüchtern. Und so als poetische Zustandsbeschreibung ist mir gestern noch eingefallen, erstarrt im Hamsterrad. Also Hamsterrad ist man eigentlich sehr bewegt, aber gleichzeitig steht der Eindruck, dass immer mehr Leute irgendwie in eine Art Erstarrung geraten. Hartz-IV-Sanktionen, Symptom einer autoritären Gesellschaft. Opfer als Täter im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das ist eine These von mir. Hartz-IV-Sanktionen sind ein besonders grelles Symptom einer im Grunde autoritären Gesellschaft, die wir sind. Diese Sanktionen sind zum Teil grotesk, unsinnig, sind grundsätzlich widerwärtig, weil eben das Existenzminimum unterschritten wird. Und selbst wenn es wirklich Arbeitslose geben sollte, die sich auf Kosten der Gemeinschaft ein schönes Leben machen wollen, wäre es in hohem Maße unverhältnismäßig. Also hier das Existenzminimum zu kürzen. Aber gesellschaftlicher Konsens, diese Sanktionen durchzuführen, offenbar erfüllen sie ein intensives gesellschaftliches Strafbedürfnis. Wie kommt sowas? Also die Sanktionierten, also diejenigen, denen man das Existenzrecht ja graduell abspricht, indem man ihnen das Existenzminimum kürzt, zum Teil bis auf Null, werden zu Tätern erklärt. Also das meine ich hier mit Opfer als Täter. Opfer der Gesellschaft, die wirklich nichts mehr kriegen, werden hier zu Tätern erklärt, die der Arbeitsgesellschaft ihre Mitwirkung verweigern. Und das ist offenbar das Allergefährlichste. Offenbar sind es die Arbeitsverweigerer, die kaum was haben, denen man unterstellt, dass sie es zu gut gehen lassen und bei denen befürchtet man, dass sie unsere Gesellschaft zum Einsturz bringen. Und anders wäre es nicht zu erklären, warum so ein paar wenige Leute, die kaum was haben, so sehr im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit stehen. Es ist eine eher rachsüchtige Aufmerksamkeit, keine Empathie im angenehmen Sinne. Hartz-IV-Sanktionen konkret. Was ist die rechtliche Situation? Wer von Hartz IV, also Arbeitslosengeld II, lebt, muss Mitwirkungspflichten erfüllen. Und wer diese Mitwirkungspflichten nicht erfüllt, bekommt eine Sanktion. Sanktion bedeutet erstmal, 30% vom Hilfe zur Lebensunterhalt wird gekürzt, also 364, 30% sind ungefähr 120 Euro, die man dann weniger bekommt, und zwar 3 Monate lang. 3 Monate lang, und zwar egal, ob man die Pflicht nachträglich schnell erfüllt. Diese 3 Monate gelten auf jeden Fall. Dann gibt es noch die sogenannten Meldeversäumnisse. Also wer aufgefordert wird, zum Amt zu kommen und nicht hingeht, ist ein Meldeversäumnis, wird 10% gekürzt. Auch 3 Monate lang. Auch egal, ob man jetzt den Termin schnell nachholt. Wer zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres eine Mitwirkungspflicht versäumt, wird dann nicht nur um 30%, sondern gleich um 60% gekürzt für 3 Monate. Was sind das für Mitwirkungspflichten? Das sind die Erfüllung der Pflichten in der Eingliederungsvereinbarung. Also als Hartz-IVer muss man eine Eingliederungsvereinbarung unterschreiben. Das muss man inzwischen nicht mehr. Dann kriegt man sie als Verwaltungsakt zugesendet. In der Eingliederungsvereinbarung steht drin, wie oft man sich zu bewerben hat und was man sonst zu tun hat. Und wenn sich dann herausstellt, der Mensch hat sich zu wenig beworben, dann kommt die Sanktion. Oder wenn der Hartz-IVer eine Aufforderung bekommt, hier bewerben Sie sich dort, und er oder sie tut es nicht, dann kommt die Sanktion. Oder eine Aufforderung für einen Eurojob. Das sind so die Gründe, warum sanktioniert wird. Nee, wichtig ist schon zu wissen, dass im Wiederholungsfall kann es kumuliert werden. Also wer sich während eines Sanktionszeitraums nochmal vergeht, wird nochmal gekürzt und bei der dritten Wiederholung auf Null, und zwar auch die Kosten der Unterkunft. Also das ist wichtig zu wissen. Früher bei Sozialhilfe wurde das zum Leben Unerlässliche noch nicht angetastet, wie niedrig das auch immer war. Es war furchtbar niedrig. Heute wird im Wiederholungsfall auf Null sanktioniert. Wenn Betroffene Widerspruch einlegen oder klagen, ist ein sehr hoher Prozentsatz, haben sie zu einem sehr hohen Prozentsatz Erfolg. Also das bedeutet, dass das Jobcenter oft in einem sehr hohen Prozentsatz rechtswidrig handelt. Das Problem ist, dass sehr viele nicht das Selbstbewusstsein und auch nicht die Vernetzung haben, diese Schritte zu gehen. Also sehr viele lassen das über sich erdulden. Es wird sehr wenig beforscht, wie das dann mit denen weitergeht. Also so das Wort beforscht, das habe ich auch erst seit Montag. Am Montag war eine Anhörung im Bundestag, auf die ich auch immer wieder zu sprechen komme. Besonders harter Umgang mit Jugendlichen. Ein Sohn, der in einer Familie, also in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, der hat die ihm angebotenen Ausbildungen nicht angetreten bzw. abgebrochen, wurde gekürzt, komplett gestrichen. Bei Jugendlichen wird gleich komplett gestrichen. Aushungern und Zwang sind menschenverachtende Mittel. Sie führen zur Schwächung eines Menschen, nicht zur Arbeitsmarktintegration. Integration wird geradezu hintertrieben, wenn der Staat mithilfe schwarzer Pädagogik insbesondere in jungen Menschen Beine machen will und mit verschärften verfassungswidrigen Sanktionsregeln Gefügigkeit und Anpassung zu erzwingen sucht.
Stichwort schwarze Pädagogik, das ist ein Wort von Katharina Rutschki. Sie meint damit Erziehungsmethoden, die Gewalt und Einschüchterung als Mittel enthalten. Erziehung, flexibel sanktionieren. Jetzt bringe ich mal ein paar Zitate aus der Anhörung vom Montag. Warum Sanktionen? Erhöhung der Suchanstrengung, also die soll motiviert werden. CDU, CSU sagt, Motivation nicht ausreichend vorhanden. Die Bereitschaft der Betroffenen, auch mal unattraktive Arbeitsangebote anzunehmen, soll erhöht werden. Also wir haben Aktivierungsprobleme. Die Hilfe des Fallmanagements soll passgenau am tatsächlichen Bedarf ansetzen. Es soll ein Arbeitsbündnis zwischen Behörde und Hilfeempfänger entstehen. Das setzt voraus, dass erstmal beide da sind, um überhaupt den ganzen Hilfeprozess in Gang zu bringen. Um beide an den Tisch zu bekommen, dafür sind Sanktionen ein ganz wichtiges Mittel. Also weil ja bei Meldeversäumnissen 10% gilt. Aber die haben natürlich die Sanktionen auch ein bisschen kritisiert, aber der Tenor dieser Geschichte ist, die Leute müssen erzogen werden und damit sie sich überhaupt erziehen lassen, müssen wir sie mit Strafe bedrohen. Das ist so, sie haben dann bemängelt, dass die Sanktionen so komisch ausgestaltet sind, dass es mit Erziehung so nicht so richtig klappt. Die Rechtsbelehrungen sind zum Beispiel zu kompliziert, es ist den Leuten nicht verständlich, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Aber dass das Amt den Leuten zu sagen hat, was die Leute zu tun und zu lassen haben, das wurde nicht in Frage gestellt. Ein Zitat von Konfuzius, gefällig. Das Ziehen am Keimling fördert nicht das Wachstum. Verbesserung der Vermittlung. Mehr Vermittler und Vermittlerinnen pro Betroffene. Das vermehrt vielleicht die Termine, wo die Leute antanzen müssen. Aber die Wissenschaft, also Ingmar zum Beispiel, hat eine wissenschaftliche Studie dazu geschrieben. Und da stellt sich heraus, je besser der Betreuungsschlüssel ist, also je weniger Langzeitarbeitslose pro Betreuer, umso höher die Sanktionsquote. Also je intensiver die Betreuung, umso mehr wird auch sanktioniert. Keine Leistung ohne Gegenleistung. Workfare-Gerechtigkeit. Früher sprach man von Wohlfahrtsstaat, Welfare. Und seit Clinton gibt es den Workfare-Sozialstaat, also keine Leistung. Die Leute haben sich ihre Sozialleistung zu erarbeiten, mit irgendwelchen Diensten, mit der Erfüllung irgendwelcher Pflichten. Der Gedanke ist, der Empfänger erhält ja etwas, bekommt etwas, eine Sozialleistung, also das Arbeitslosengeld 2. Da ist es nur gerecht, wenn er oder sie für den Erhalt dieser Leistung eine Gegenleistung erbringt. Das ist der Gedanke des Tages. Die Sanktionen wirken sich nicht nur auf die Erwerbslosen aus, sondern auch auf die Beschäftigten, auf alle Lohnabhängigen. Das hatten wir auch, wenn die Erwerbslosen bestraft und wirklich ihre gesellschaftliche Funktion mehr und mehr die wird, als abschreckendes Beispiel präsent zu sein in allen Köpfen. Alle Beschäftigte haben das abschreckende Beispiel des Erwerbslosen und noch schlimmer des sanktionierten Erwerbslosen im Kopf und fühlen sich dadurch mit eingeschüchtert, fühlen sich damit mit bereit, auf ihre eigenen Rechte, ihre eigenen Ansprüche runterzugehen, niedrige Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten bis rund um die Uhr.